Beim letzten Mal in Bravely Default 2. Princess Gloria! Das ist natürlich wieder hochintelligent von dem Schmierlappen hier, ne? Wie soll er denn jetzt, nachdem er so zusammengedroschen wurde, den Kristall irgendwo hinbringen? Also denken ist auf jeden Fall nicht dem Typ seine Stärke, das ist schon mal klar. Und nun zurück ins Abenteuer. Tja, und damit herzlich willkommen zurück im Bravely Default 2. Beim letzten Mal haben wir uns nicht nur in ein paar Kämpfe verstrickt, sondern während diesen Kämpfen hier auch schon neue Freunde gefunden. Und das ging ziemlich schnell. Ja, das ist doch ein gutes Vorzeichen für die Zukunft, oder? Zumindest, was den sozialen Teil unseres Lebens in dieser Welt betrifft. Und ja, wir haben auch gleich mal mit Elvis und Adele hier vereinbart, dass wir schnurstracks die nächste Taverne aufsuchen werden und unsere frisch geschlossene Freundschaft begießen werden. Und wer wäre ich, mich dagegen zu wehren? Und deswegen geht's jetzt zurück in die Stadt und auf in die Taverne. Mal gucken, ob der Wirt genug Fässer bereitgestellt hat. Ach, gut, okay, wir müssen wahrscheinlich noch einen kleinen Umweg gehen, aber eigentlich hätte ich es erwarten müssen, oder? You okay? What's the matter? A horrible man and woman took me, but then an old man and another woman came and saved me, but then the man got attacked and now he's really badly hurt. Warte nochmal von vorne, was? We'd better go help him out. Will you show us where he is? Okay, schauen wir mal nach. Whoa. Oh, es geht um ihn. Are you okay? Oh, ich verstehe. Wait a second. You're the guy from before. Greetings, young seafarer. You're hurt. We need to get you seen to right away. Tis not. But the princess... What happened to Gloria? Is she okay? Nee, vermutlich nicht. Das haben wir ja in der letzten Episode gesehen. Aber unsere Freunde hier können das ja noch nicht wissen, ne? Das ist, The fiends took her! Never mind that now. Let's get you to bed. You're right. Come on. Well, I'll be jiggled. So you're the famous Sir Sloane, eh? Lady Emma told me all kinds of wild tales about you, my man. Elvis, ich weiß nicht, ob dein bunter Wortschatz so geeignet ist, diesen doch recht edlen Menschen da anzusprechen. Aber gut, vielleicht nimmt das locker, wir werden es gleich sehen. Oh, and how is dear Emma? Is she well? Okay, es scheint ihn nicht zu stören. I'm afraid she passed on 6 months ago or so. I see. Thou wert her apprentice. Time truly does fly. Why, I can recall when the good lady studied under another herself. But forgive me, much as I would love to spend the day in fond reminiscence, alas, there are more pressing matters at hand. I must away and wrest Her Highness from the clutches of those unconscionable rogues. Ich weiß nicht, ob du schon wieder in dem Zustand dazu bist, mein Lieber. Sorry, but you won't be wresting anyone from anything in your condition. I'd be surprised if you could wrest yourself out of bed. But I must! Well, how about I join you? You are kind indeed, young sir, but I cannot allow it. The rogues in question are in possession of an asterisk. Well, that's all the more reason to go deal with them, right? Den Eindruck habe ich auch. Besides, I owe you after you helped me out back there at the beach. But good sir, I...
I'm coming too. If there's an asterisk involved, I'm there with bells on. Thine aid is appreciated, but might I ask why the asterisk would interest thee so? Oh aye, ask away, pal. It's because of this old book, see? I found it when I was going through Lady Emma's stuff. I couldn't read a word of it when I first picked the thing up. But wave an asterisk near it, and the gobbledygook starts making sense. Okay, was zum Teufel ist das für ein Buch? And I'm nothing if not nosy, so I set out on a quest to find enough of these special wee stones to read the whole thing. Oh man, ich mag den Typen. Intriguing. Ja, so kann man's auch ausdrücken. If I can find another asterisk and help your pal into the bargain, then everyone's a winner. Great, then we should leave right away. Und sie übrigens auch. Also, die beiden sind ja wirklich mir in der letzten Episode schon auf Anhieb so sympathisch gewesen. Echt unglaublich gut. Though it weighs heavy on my conscience to enlist the aid of strangers, I fear I have little choice. You have my thanks. Her Highness has been taken to an abandoned building north of the town. Let us make haste! Sir Sloan begleitet jetzt die Gruppe. Wir sollten ihn ein bisschen im Zaum halten, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er wirklich aktiv kämpfen kann. Aber wir werden sehen. Mal gucken, ob wir überhaupt in der Lage sind, hier schon zu regeln. Oder ob wir hätten noch ein bisschen trainieren gehen sollen. Aber wir werden es erleben, denke ich. Erstmal bekommen wir ein paar Informationen über die gelegentliche Begegnung. Manchmal schließen sich dir auf deinem Abenteuer andere Charaktere an. Diese Gäste kannst du zwar nicht steuern, trotzdem helfen sie dir gelegentlich mit Angriffen oder Heilzaubern. Schön! Okay, also das deutet schon an, dass er nicht unser einziger Gast bleiben wird. Abenteuertipps 2. Zelte. Du hast die Möglichkeit, Zelte außerhalb von Ortschaften und an Speicherpunkten in Verliesen zu benutzen. Hierdurch werden deine gesamten Tipi und MP wiederhergestellt sowie Statusleiden geheilt. Es empfiehlt sich also, ein paar davon mitzunehmen, wenn du dich auf die nächste Etappe deines Abenteuers begibst. Zelte erhältst du in jedem gut sortierten Laden. Leg dir einen Vorrat an. Klingt nach einem vernünftigen Hinweis. Das Sammeln von Asterisken ermöglicht es dir, die Jobs deiner Gruppenmitglieder zu wechseln. Öffne dazu das Menü, rufe Jobs auf, achte beim Zuweisen darauf, dass du die Rollen ausgewogen verteilst. Freiberufler ist im Umgang mit allen Arten von Ausrüstung gewandt und verfügt über Spezialfähigkeiten, die ihm das Abenteurerdasein leichter machen. Der Schwarzmagier zeichnet sich durch seine Beherrschung der Angriffsmagie aus und kann seine zerstörerischen Kräfte großflächig einsetzen. Achte darauf, dass dir nicht die MP ausgehen. Ja, so viel zu den Jobwechseln. So, und wir haben wieder ein Gruppengespräch. Schöne Erinnerungen. Ist mit euch wirklich alles in Ordnung? Es ist nichts, Junge. Deine Besorgtheit ist wahrlich rührend, aber überhaupt nicht angebracht. Echt, aber das ist schon ein knallharter Hautding, was? Er hat bestimmt ziemliche Schmerzen. Ha! So wie er hier rumstolziert, würde man nie drauf kommen, dass er vor kurzem noch flach gelegen hat, ne? Aber Moment mal, ich glaube, der lächelt sogar. Ach, gönn einem alten Mann die kleine Schwäche. Es ist nur, wir vier auf Abenteuer reisen und das weckt Erinnerungen. Wir vier? Ach, jetzt verstehe ich's. Aber ich schweife ab. Prinzessin Gloria ist noch immer in Gefahr. Wir müssen aufbrechen. Ja, wir setzen uns besser in Bewegung, ja? In Ordnung, lass uns Dampf machen! Ich hoffe nur, dass ich diese feinen jungen Leute nicht aufhalte. Wartet, geht es euch denn wirklich gut? Es ist mir noch nie besser gegangen, Junge. Jawohl, jetzt komm, die Zeit rinnt dahin. Oh, schön.
So, wie sieht's denn eigentlich bei uns jetzt aus? Ja, wir müssten uns eigentlich mal ausruhen erstmal, ne? Du willst hier übernachten? Das kostet 80 PGs. Ich weiß, ganz schön teuer, aber ey, ich muss auch von irgendwas leben, ne? Wünsche wohl zu ruhen. Ja. Na schön. Ich genieße es gerade wirklich. Also bisher der erste Eindruck so aus den ersten 2,5 Episoden, die wir jetzt hier gespielt haben, ist wirklich schön, muss ich gestehen. Und der Kollege steht auch schon wieder hier, alles klar. So, was hast denn du zu sagen? Wer sich mit mehr Gerätschaften belastet, als es sich ertragen kann, wird schon bald unter den Folgen leiden. Und gerade genug und nicht zu viel. Wie bei der Wahl seines Rüstzeugs, so auch im Leben. Andererseits habe ich eine Frau, die viel zu gut für mich ist und 12, ganz genau 12 wunderbare Kinder. Alter, 12 Kinder? Also das ist in Arbeit ausgeartet, oder? Und damit meine ich nicht das Erziehen der Kinder. Also, Respekt. Also tu, was ich sage. Nicht, was ich selber tue, ja. Ja, nee. Lass das mit den Kids mal. Hast du alles, was du für deine Reisen brauchst? Ach so, ja, das ist die Kleine mit dem Laden, ne? Okay. Was hat denn er hier? Erst laufen wir Lady Emma so altem Kumpel über den Weg und dann stolpern wir über den Asterisk. Also langsam wird's ja richtig spannend. Und jetzt ziehen wir los, um eine Prinzessin zu retten. Ach, wie heldenhaft von uns. Ich hab ja richtig Spaß, Mann. Ja, glaub ich dir. Gut, dann lass uns doch mal in den Laden gehen. Oh, was ist denn mit dir? Du standst doch vorhin noch nicht da. Ich weiß, jeder will immer sofort zur größten und am gefährlichsten aussehenden Waffe greifen, aber man muss auch das Gewicht dieser Dinger im Hinterkopf behalten. Denk dran, wenn man sich mit Ausrüstung überlädt, die zu schwer für einen ist, kann das zu allerlei Problemen führen. Mein Rücken nimmt's mir immer noch übel, dass ich ihm als junger Mann solche Lasten zugemutet habe. Er tätet gut daran, meinem Beispiel nicht zu folgen. Das glaube ich ihm aufs Wort. Herzlich willkommen! Ja, dann schauen wir doch mal. Also, Zelte sollen wir kaufen, ja. Aha. Und mehr als eins können wir uns davon aber gerade gar nicht leisten. Wir sollten aber vielleicht trotzdem mal eins mitnehmen. Wir haben auch keine Lupen, aber wir können ja mit Adels Fähigkeit da durchaus erstmal durchkommen. Wir haben 3 Tränke, 2 Phönixfedern. Das reicht mir eigentlich erstmal. Ich würde mal sagen, höchstens fügt allen Gegnern physischen Schaden zu. Eine deutschartige Waffe, die allen Gegnern Schaden zufügt. Okay. Was haben wir hier Schönes? Okay. Aber. Sieht aus, als würden. Nee, wir gehen nicht immer Kompromisse ein. Nur bei Elvis derzeit. Den. Ach so, das Ding können wir uns gar nicht leisten. Das könnten wir uns leisten für uns selber. Sie hat derzeit das Breitschwert schon. Und ich selbst würde dann nochmal... Aber wir haben eigentlich dadurch jetzt eine ziemlich gesunde Mischung, ne? Also so ist es auch nicht. Ich glaube, ich bleibe erstmal dabei. Wir können auch mal bei der Rüstung durchgucken. Sie hat einen Dolch als Rüstung? Ach nee, warte mal. Das kommt drauf an, wo sie es trägt, oder? Weil das ist ja ein Schild, trägst du in der Hand. Und eine Kappe trägst du ja auf dem Hut. Die Robe und so weiter, okay. Aber ich glaube, bis wir da sinnvoll was umbauen können, was uns so richtig was nützt. Wobei, eine Lederkappe würde ihr schon mal was bringen, der guten Adele. Aber ich glaube, wir warten noch ein bisschen, bis wir ein bisschen Geld erwirtschaftet haben und gehen dann weiter. Okay, verlassen wir das erstmal. Wir haben erstmal ein Zelt mitgenommen. Da können wir irgendwo mal campen gehen, ist auch schön. Und dann sollten wir die Stadt vielleicht direkt erstmal wieder verlassen. Was ist mit ihm hier?
Die Schurken befinden sich in einem verlassenen Gebäude nördlich der Stadt. Seid also vorsichtig, Gegner mit Asterisken sind nicht zu unterschätzen. Ich habe einen Plan, wobei ich allerdings eure Hilfe brauchen werde. Wenn er funktionieren soll zumindest. Oh, guck mal, Adele steht da oben und schaut sich von oben die Aussicht an. Aha. Holen wir Gloria da raus und erteilen wir diesen Widerlingen eine Lektion. Wo wir schon dabei sind, Kind als Geißel zu nehmen, geht echt zu weit. Da kann ich ihr nur vollkommen zustimmen. Deswegen werden wir jetzt die Stadt wieder verlassen und uns auf Reisen begeben. Ich denke mal, alle unsere Freunde werden jetzt mit spawnen auf der Overworld, oder? Wir werden es gleich erleben. Ich nehme mal eben noch einen Schluck. Derzeit ist es noch Kaffee. Auf Glühwein bin ich noch nicht umgestiegen. Und ja, unsere Freunde hier sind dabei. Wir werden hier gleich attackiert. Wollen wir mal? Na los, kommt. Schaden wird's wahrscheinlich nicht. Watch out, guys. Okay, ja, also. Oh! Here I go! Er kam einfach reingejumpt jetzt hier. Krass. Okay. Untersuchen. Ich wüsste gern mal was über ihn hier. Ah ja, okay. Okay, what's the plan? Sehr gut, das ist doch in Ordnung. Dann können wir gleich auf Brave gehen. Und angreifen, denn wir müssten seine Schwäche treffen können. Ja. Jawohl, sehr gut. Ja. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Mit ihm gehe ich mal auf Defueled und spare mir was und guck jetzt erstmal, ob ich noch ein bisschen was rausfinden kann über den hier. Ah, schwach gegen Schwerter und Wasser, ha? Huh? Und da kommt der Alte schon wieder rein und haut ihn um. Ha! Der ist gar nicht übel. Okay. Keine Objekte gelootet, aber sieht doch gar nicht so schlecht aus. Der Kampf war doch mal sehr erfolgreich, würde ich sagen. Und da springt uns gleich der nächste Kampf an. This should be fun. Okay. Here I go. Ja. Also wir wissen ja, wir wissen es bei allen, selbstverständlich. Wir haben die ja jetzt alle gescannt, das bleibt ja in der Info drin. So, das heißt, mit Adele und mit Elvis werden wir auf jeden Fall auf die Löffelratten gehen. Und ich selbst verkloppe da mal die Goblins, ha? Ja, klingt doch vernünftig. Dann Brave, bitte. Okay. Ah, yeah. Drei müssten reichen, oder? Oh, es reichen sogar zwei Angriffe. Sehr schön, dann sind die schon raus. Und er kommt auch gleich wieder rein und nimmt einen komplett raus. Ja, wundervoll. Dann leihe ich mir hier mal ein bisschen was und gehe hier zweimal, dreimal auf ihn. Ja! Hä? Ich habe ja gar keinen. Doch, ich habe doch ein Schwert, oder? That was a piece of cake. Oder nicht? Offenbar nicht. Ein zu kurzes Schwert vermutlich. Kein Breitschwert. Hätte ich mir das Breitschwert kaufen müssen. Na komm, den nehmen wir uns auch noch vorher. Watch out, guys. Sehr schön. Du gehst jetzt mal auf. Das ist eine gute Frage. Also eigentlich müsste man mit ihr ja mal Schaden machen. Aber wir setzen sie mal auf Defueled. Und ich selber, was kann ich denn eigentlich so? Ja, ich bin auch Freiberufler, das müssten wir mal angehen bei Gelegenheit. Ich habe auch einen Dolch, ganz offensichtlich.
Die sind auch empfindlich gewesen gegen Wasser. Ich weiß nicht, ob Elvis das schon kann. Das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube fast ja. Wir greifen trotzdem einfach mal normal an. Schwarzmagie, Eis, genau. Nicht Wasser, sondern Eis. Obwohl, ne, der Angriff heißt Eis. Es ist aber ein Wasserangriff. Ja, gut. Halt, warte, stopp. Wir gehen hier aber voll brave. Ach so. Ja, das war jetzt wieder die Sache mit der Tastenbelegung, die auf der Switch umgekehrt ist. Entschuldigung. Away, bio your heat. Freeze, shiver. Ah, und da sind sie down. Wundervoll. Sehr gut. Onwards and upwards. Joblevelaufstieg, okay. Schön. Aber ich glaube, hier zu grinden lohnt sich kaum, weil viel Erfahrung gibt es dafür nicht hier. Aber gut ist ja auch die Einsteigerstadt. Ich meine, wir sind in der dritten Episode, stehen direkt vor der Stadt. Hier kann ja noch nicht viel los sein. Gut, wir ziehen mal eben weiter. Nördlich der Stadt müssen wir rauskommen. Das heißt, wir gehen mal nach Norden. Was haben wir denn hier für Kollegen? You're in for a treat. Hoffen wir es. Oh, meine Fresse, der Alte haut aber wirklich rein. Das gibt's doch gar nicht. Sie untersucht mal bitte den Wolf hier. Ah ja, sehr schön. Dolch, ja? Na, in dem Fall. I'm going up. Da können wir ja all out gehen. Oh, das war ein Gegenangriff. Wo kam der denn her? Did you underestimate us? Ah, das lohnt sich doch schon eher. Ah, und einen Wildtierzahn haben wir. Jetzt fängt es an, Spaß zu machen. So, was haben wir hier? Oh, da war ein Gegner versteckt. Aber da hinten wohl auch eine Truhe, wenn ich das richtig gesehen habe. Und die werden die wohl beschützen. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee war. Wir wissen über keinen Bescheid. Deswegen, stopp. Stopp. Ich gehe jetzt auf Brave. Und untersuche gleich alle. Da weiß ich wenigstens Bescheid. Okay, Feuerbogen. Ja, Wasseraxt. Und Feuerstab, alles klar. Und der ist raus. What's the plan? Gut. Das heißt aber, dass ich auf jeden Fall auf ihn gehen kann. Mal gucken, ob das reicht. Ach nee, da, das war jetzt, glaube ich, ein Fehler. Gut. Aber warte mal. Genau, die sind beide auf Feuer anfällig. Dann lass uns doch. Schwarzmagie, Feuer auf ihn, Feuer auf ihn und zweimal Feuer auf ihn. Mal gucken, ob das schon reicht. Ich experimentiere gerade noch ein bisschen rum. Kann natürlich durchaus sein, dass ich die Kämpfe hier noch nicht optimal durchlaufe. Ist aber klar, ich meine, das Ganze ist ja blind hier. Und er kommt rein und nimmt ihn raus, ja? Ja. Schön. Triumphbonus und ein Levelaufstieg für mich. Wundervoll. Also ich glaube, Elvis darf Schwarzmagier bleiben. Und bei Adele und mir überlege ich mir das noch. So, dann gucken wir doch mal, was hier hinten versteckt liegt. Hier ist doch was.
Ach, die habe ich beim letzten Mal schon aufgemacht. Ah ja, das ist die. Ich erinnere mich dunkel. Ich bin ja immer noch in der Phase, ein paar Aufnahmen vorzubereiten für den Start des Playthroughs. Und da liegen jetzt ein paar Tage Abstand dazwischen, weil ich eigentlich noch mit anderen Hauptprojekten beschäftigt bin. Ah, da kommt das direkt hinterhergerannt hier, der Kollege. Na, wenn er auf der Mappe will, dann kriegt er halt. Okay, let's do this. What's the plan? Okay, alle gegen Feuer, ne? Mhm. Gut. Aber auf die Wölfe können wir auch mit einem Dolch. Oder ist das überhaupt ein Dolch? Ich weiß es nicht. Aber ich würde schon sagen, es ist ein Dolch. Wir probieren das einfach mal. Ja, ja, I'm all set. Ja. Ja. Gut, sein Gegenangriff bringt nicht allzu viel. Der Dicke ist auch gleich wieder raus, alles klar. Das heißt aber, ich kann mich auch hier hochpushen und... ja. Gut. I'm amazing. Ah, so langsam kriege ich ein Gefühl dafür. Und ja, This is interesting. Oh. What's next for me? Oh, schön. Ist ja cool. Ja. Aber Elvis, du bist amazing, das stimmt. Und deine kleine Freundin da auch. Du musst aufpassen, dass ich sie dir nicht ausspann. Gut, okay. Ah, ja gut. Jeden gegen jeden Gegner müssen wir jetzt nicht. Oh, guck mal, da oben, die leuchten so rot. Ich glaube, die könnten uns Probleme machen, oder? Das wollen die uns doch bestimmt damit sagen. We won't be going easy on you. Here I go. Okay, bei euch war das Dolche, Stäbe und Wasser, okay. Ja gut, kein Problem. Okay. Das können wir gleich durchsetzen hier. Der geht dann sowieso aufs nächste Ziel. Ah, genau. Okay, dann machst du das gleiche Spiel und dann sind wir hier wahrscheinlich schon raus. Ach, ich sehe es gerade. Ja, du hast ja ein Schwert und einen Dolch. I'm amazing. Ach, das peile ich jetzt erst. Damn, okay. Ich verstehe. Ja, sie hat ein Breitschwert und ein Dolch. Okay, haben wir eigentlich was für sie? Oh ja, wir haben ja hier was. Kann ich die Lederkappe nicht aufsetzen? Hat die schon jemand? Ach, die hat er. Okay. Ja, dann kriegt sie aber eine Strickmütze. Warum denn nicht? So. Ich habe einen Dolch und in der zweiten Hand, für die zweite Hand habe ich nichts. Oh, du kannst also entweder... Warte mal, doch. Ich habe was für die linke Hand. Ich hätte zum Beispiel eine Magieroute. Eine Magierroute. Das sind zwei R. Okay. Einfaches Schild für den Nahkampf. Gewicht plus 2. TP plus 80. Physische Abwehr plus 13. Oh. Okay. Ja, dann lass das doch mal nehmen. Wieso denn eigentlich nicht? So, habe ich hier nichts mehr frei? Kann ich hier was Neues vielleicht? Eine Polsterrüstung. Aber die bringt Gewicht mit. Eine schwere Rüstung. Gewicht plus 4. Will ich das riskieren? G
gegenüber meiner Tunika. Ich meine, die physische Abwehr geht ja schon ordentlich hoch, ne? Und die magische auch. Chance, angegriffen zu werden, steigt halt, ne? Aber das müsste man wegstecken können. Ja, komm, wir legen die mal an. Was haben wir denn an Zubehör? Eine Wäscheklammer könnten wir uns noch geben. Geht's Tempo hoch? Ja, wieso denn nicht? Gut. Okay. Ja, cool. Bei ihm ist aber auf jeden Fall... Können wir ihm einen zweiten Stab geben? Und... Ach, dann ist er überladen. Der ist jetzt schon überladen, oder was? Oh. Was ist denn, wenn ich hier... auf die Magierroute wechsel? Dann bin ich nicht überladen, erhöhe aber seine Stats. Und das teils recht deutlich. Zum Beispiel beim magischen Angriff und beim physischen Angriff. Das sollten wir uns mal gönnen. Okay. Gut. Dann haben wir eine Strategie für unser weiteres Vorgehen. Oh, das können wir gleich mal ausprobieren. Komm, den nehmen wir raus, wenn er schon so aufmüpfig ist. Let's stay focused. Okay. Alles klar. So. Ja, was ist eigentlich der Plan? Also ich selbst kann ja jetzt nicht allzu viel machen. Das würde bedeuten, ich gehe mal auf die Fjord. Und werde sie mal losschicken. Wie schafft die es eigentlich nicht, überladen zu sein mit zwei solchen Waffen? Schon, ja. Aber sie darf gerne einen auf Brave machen hier. Na, und er nimmt den letzten raus, wundervoll. I'm amazing. Du hast doch gar nicht gemacht. Na gut, und hier unten zelten welche. Und ich würde sagen, in der nächsten Episode von Bravely Default 2 werden wir die beiden mal besuchen. Mal schauen, was sie uns zu erzählen haben. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Bis dahin, haut rein!